Moinsen, zurück bei Twine. So, ja, wir sind immer noch mit unserer Diebin hier und den anderen beiden Schergen in der Höhle und waren hier jetzt mal stehen geblieben. Und jetzt sehe ich gerade, dass sich da unten noch zwei Flaschen befinden. Und hier ist wieder so eine Brücke. Oh, Was ist jetzt los? Ja, das hängen wir da mal hin. Und das hängen wir da auch mal hin. Und dann kommen wir da nur hin, wenn wir diese Brücke wieder losmachen. Und diese Brücke losmachen. Und diese Brücke dann wieder dahin machen. Und dann diese Brücke hier oben hinlegen. Und dann fallen wir trotzdem darunter. Ach, scheiße, ich fass es nicht, ey. Egal. Hätten wir das mal von Anfang an mit der Liebe gemacht. Aber weiter geht's. Holy. Wer ist er? Oh, den müssen wir auf dem Rücken treffen. Zum Glück macht unser Bogen so gut wie keinen Schaden. Ah doch, wir müssen ihn direkt da oben drauf treffen. Zum Furzschuss, das kann ja nicht klappen. Aber ich glaube, zwei Volltreffer noch und dann ist er hin. Mann. Ah, das war knapp. So, einmal noch. Komm schon. Ach. Nein. Du mach schon. Wir müssen hier raus. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in Jetzt fangen die sich an zu unterhalten hier, während ich hier am Kämpfen bin, oder was? Essen ins Schloss geben. Auf zum Schloss. Frechheit, dass der nichts abwirft, ey. Finde ich echt ein bisschen schäbig. Naja, was soll's. So, hier haben wir einen Mega-Hebel, der ein bisschen aussieht wie ein Hasenkopf. Wie so ein Schädel von so einem Hasen, der die Ohren hängen lässt, so ein bisschen. Ja, egal. So. Gehen wir mal rein hier in den Schuppen. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Dieser Ort lässt mich frösteln. Es ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Keine Angst, ich habe mein Schwert und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Aha, was erzählt ihr denn da? Ist er ein bisschen verrückt geworden? Der mopsige Ritter? Der trottelige Ritter? Hier können wir nichts mehr kaputt machen, oder? Ich glaube nicht. Und hier geht es, glaube ich, auch nicht mehr hoch. Nö. Ja, das machen wir mal mit dem Zauberer. Ich glaube, das ist am einfachsten. Zwei so Kisten hingezaubert und dann können wir da schon hochspringen irgendwie. Ja gut, okay, sie hat ein wenig gelitten. Okay. Damit habe ich eine Idee. Vielleicht können wir mit dem Zauberer die Dinger aufhalten. Ja, das geht.
cool. Das war alles bestens. Außer, dass wir jetzt... Oh. Meine Güte, nee, also... Manchmal fällt man hier in ganz schön blöde Situationen, weil die Übersicht doch teilweise ein bisschen merkwürdig ist. Also man sieht manchmal echt nicht, wo es hingeht. Da muss man sich dann einfach fallen lassen. Aha. Hab ich das denn jetzt gemacht? So. Ja, kommt der auch noch rüber gehüpft? Jo. Das war wieder sehr intelligent. Ich glaube, da oben ist aber nichts mehr. Also ich muss schon sagen, dieses Schloss sieht auch schon recht nett aus. Also das werde ich mir nachher auf jeden Fall nochmal in 3D reinziehen. Ah, da kommen wir. Was? Die kann da nicht ran. Ich habe den doch in den Fuß geschossen. Hier rüberkommen. Oh. Klar kommen wir da rüber. Mir fällt da doch was ein. So. Oh. Da war ich für etwas forsch. Müssen wir hier auch runter? Sieht so aus, ne? Und hier können wir wieder hoch? Nee. Jetzt komme ich aber hier ein bisschen in Hüpfschwierigkeiten. Arg. So, aber jetzt. Ach so. Das funktioniert wie ein Fahrstuhl. Oh nein. Jetzt konzentriere ich mich aber mal ein bisschen beim Hüpfen. Zu spät. Was habe ich gesagt? Ich wollte mich konzentrieren. Gottes Willen. Aber jetzt... Ne, der will da einfach nicht hochrüpfen. Puh. Das war eine schwierige Geburt. Kommt der Stein angekullert. Ach, der Stein. Der Morgenstern. Oh, jetzt sind wir wohl im Kerker, so wie es aussieht. Können wir hier hochhüpfen? Ja. Da geht es auch da unten lang. Und da ist noch ein Hebel. Aber erstmal müssen wir uns hier um die Skelette kümmern. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Tor geht auf.
Das heißt, wir sind doch schon wieder raus aus dieser Burg, oder was? Ja, zumindest aus dem... Das habe ich ja wieder geschickt gemacht hier. Wo sind denn eigentlich unsere Feuerpfeile hin? Ach so, mit 3 konnte ich das wechseln, genau. Autsch! Ah! Popierze verbrannt. Zum Glück sind hier so häufig Checkpoints verteilt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also. Jetzt gerade bin ich hier mehr durch die Level gestolpert, als dass ich da irgendwie elegant lang gehüpft bin. Tja, wo geht's lang? Nach oben oder nach unten? Geh mal nach oben. Ach komm, ich gehe erst nach unten. Nein, ich gehe doch erst da oben. Ich halte das für die geschicktere Idee. Na also. So, hier kann man wieder eine Wand zerstören, so wie es aussieht. Rechts. Aber nicht mit diesen schnöden Kisten. Ah, jetzt geht da unten die Luke auf. Na toll. Aber es geht ja noch ein Stück weiter hoch. Und ich würde sagen, da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Und da haben wir auch eine Steinfaust, hervorragend. Damit können wir nämlich die Wand zerstören, die ich vorhin anspruch. So, weg damit. Jawohl, eine Kiste, hervorragend. Jetzt müssen wir mal eigentlich mal wieder was für den Ritter bekommen. Verzauberter Gesundheitskristall. Die geben wir mal dem Ritter. Der hat nämlich erst eine so ein Fläschchen. Was ist denn das? Eine Giftflasche. So, und jetzt mussten wir hier runter. Holy. Das machen wir einfach so. Lebt der Typ? Nee, jetzt nicht mehr. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man denn hier hin? Dahin? Ach so. Guck an. Das war jetzt ein schöner Zufall, dass ich da auf diesen Schalter gekommen bin. Ah, das hält nicht. Das ist ja blöd. Kann man das vielleicht so? Nee. So? Nee. Ah. Da oben ist wahrscheinlich. Vielleicht kommen wir da so. Nee. Das hätte klappen können. Scheiße, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder hoch. Ob es überhaupt noch geht. Das ist eine Spinne. Relativ große sogar. So, warte mal, ich probiere mal was aus. Das funktioniert sehr gut. Dann können wir vielleicht... Matsch. Geil, wir haben einen Hebel gefunden. Der. Wir haben ihn nicht gefunden, den sollte man wohl finden, so wie es aussieht. Was ist hier? Fähigkeitenmenü können wir wieder öffnen, sehr schön. Können wir den Zauberer mal... Was kann er denn jetzt? 4 gleichzeitig existierende Planken. Oder 4 gleichzeitig existierende...
glaube, ich nehme die Kisten. Ja. Ich denke, das ist ganz gut. Springe ich da hier nur runter? Ich weiß nicht, wie man da sonst wieder hochkommen soll. Also das ist echt ein Problem gerade. Was leuchtet denn da oben? Wir können ja jetzt 4 Kisten machen. Das probieren wir auch mal direkt aus. Vielleicht kommen wir der ganzen Geschichte da oben etwas näher. Vielleicht kann man das ja kaputt schlagen und dann haben wir so einen Geheimgang gefunden oder sowas. Nein, nein, nein. Ach, das bricht doch bestimmt zusammen, wenn ich da hochklettere. Der Kletterer. Nee, das geht nicht. Ein schöner Wackelturm ist das auf jeden Fall. Uah. Ach, guck mal, hier kann man runter. Sehr gut. Ich hab doch gesagt, wir müssen hier unten lang. Ist natürlich jetzt ärgerlich wegen der ganzen Sachen da oben. Aber so wie es aussieht, muss ich wohl mal Shit Happen sorgen. Und da unten ist ein Schalter. Wenn ich da jetzt drauf trete, dann gehen mit Sicherheit die beiden Klappen wieder runter. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Pass auf, was total cool ist. Das war total cool. Habt ihr gesehen, wie geil das geklappt hat? So, eigentlich wollte ich doch jetzt... Es bleibt doch mal bitte da... Ja, danke. So, da mache ich noch eine Kiste hin. Damit das Ganze ein bisschen schwerer wird. Gott, bitte, das muss halten. Mal gucken, ob unsere Brücke... Ah, ja! Jawohl! So, wir haben das Spiel ausgetrickst. Hoffe ich. Hier geht's doch bestimmt noch hin. Aha, ein Checkpoint. Das ist wieder so ein Skelett. So ein Riesenskelett, Mann. Den müssen wir auf die Augen hauen. Ein paar Mal. Der Ritter tot, aber das macht nichts. Wir haben ja noch unsere Dieben, die hervorragend. Nein. Ich wechsle wieder zu ihm. Mit ihm ist das irgendwie ein bisschen einfacher. Ich treffe den nicht mehr. Was ist das? So. Und nochmal. Und einmal noch. Komm schon. Nochmal. Arg. Jawohl, endlich. Bin ich aber froh, dass der jetzt... kaputt ist. Und schleicht wieder ein Skelett.
Also wie man sieht, die Skelettmänner sind auch schwerer geworden jetzt. Also die sind, die tragen jetzt eine Rüstung. Brauchen dementsprechend viel Munition aus unserem Bogen. Also man muss sie zweimal treffen jetzt. Die königliche Fahne. Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Was sind diese Artefakte überhaupt? Ja, genau. Was sind diese Artefakte überhaupt und pipapo? Denn ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt wieder. Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Scheiß Skelettmänner. So, aber jetzt werden wir die ganze Nummer mal beenden. Und ja. Sie haben es ruiniert. Alles ruiniert. Jo. Das ganze schöne Schloss haben sie ruiniert, aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Also gut, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.